Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Haustechnik Voßwinkel. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit der Reihe Ein Tag mit Martin. Beim letzten Video über mich aus der Reihe Ein Tag mit gab es ein paar Kommentare danach, die da hießen, naja, das kann doch nicht so ganz dein Alltag sein, setz dich da auf ein Stühlchen und gibst irgendwelche Interviews, so kann das doch in deinem Alltag eigentlich gar nicht aussehen. Richtig, das stimmt. Das sieht wirklich nicht so aus. Das war ein sehr entspannter Tag, weil wir einfach nur dieses Video gedreht haben und ich so ein paar Sachen über das erzählt habe, was ich normalerweise an einem Tag tue. Wir haben uns überlegt, wir machen es nochmal ein bisschen anders und nehmen uns tatsächlich oder euch tatsächlich so gut wie möglich mit auf einen Tag mit mir. Das wollen wir heute machen, denn es steht einiges an. Es ist jetzt 7 Uhr morgens, ich sitze im Auto, fahre zur Arbeit und weiß aktuell schon die folgenden Dinge. Ich weiß, dass unser Server nicht funktioniert. Der ist irgendwie am Wochenende ausgefallen. Freitagnachmittag haben alle früher Schluss gehabt. Weil der Server nicht mehr ging, konnten alle nach Hause gehen. In unserem Unternehmen bedeutet leider ein Serverausfall auch nahezu einen Arbeitsausfall. Dann geht nämlich einfach gar nichts mehr. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß, dass heute der 10. Mai ist. Das heißt, ich muss die Umsatzsteuervoranmeldung machen, was ich normalerweise nicht erst am 10., sondern davor tue. Ging aber nicht aufgrund des ausgefallenen Servers und der Tatsache, dass heute eben Montag ist, also das Wochenende davor lag. Das ist ein Thema, was heute unbedingt ansteht. Dann weiß ich, dass die Mitarbeiter die falschen Arbeitsaufträge auf ihren Tablets haben, weil ich nämlich schon Rückmeldung vom Richard bekommen habe, dass irgendwas mit seinen Arbeitsaufträgen nicht stimmen kann. Denn auf der Tonspur haben wir mit ihm die Baustellen besprochen, die heute anstehen. Er hat aber ganz andere Arbeitsaufträge auf seinem Tablet. Das ist ein Thema, wir können es aber auch nicht nachgucken, weil natürlich der Server ausgefallen ist. Also das wird das Erste sein, um was es heute geht. Dann habe ich mit dem Sebastian am Wochenende schon geklärt, dass er meine Baustellentermine heute Morgen übernehmen muss, weil ich mich erst um den Server kümmern muss. Dennoch gibt es zu viele Baustellentermine heute. Das heißt, wir werden auch noch auf eine Baustelle, auf eine oder sogar zwei, müssen wir gleich mal gucken, fahren. Das sind beides Richards Baustellen. Da geht es auch noch hin heute. Was geht noch? Wir gucken mal. Also normalerweise weiß ich morgens um 7 Uhr noch nicht so genau, was am Tag auf mich wartet. Jetzt weiß ich schon ein paar Sachen, um die ich mich direkt als erstes kümmern muss. Jetzt fahren wir aber erstmal in die Firma und machen dort die Frühbesprechung mit allen Mitarbeitern. Und da dürft ihr natürlich live dabei sein. Bis gleich! So, 10 vor 8. Die Frühbesprechung ist gelaufen. Das heißt, aktuell wissen die Leute zumindest in ihrem Kopf mal, wo sie hin müssen. Denn aufgrund des Serverausfalls sind unsere Arbeitsaufträge, die ja digital auf die Tablets kommen, nicht verschickt worden. Das heißt, jetzt mussten wir so ein bisschen improvisieren und in 10 Minuten fängt auch die IT an zu arbeiten, beziehungsweise der Dienstleister, der für uns tätig ist. Und da rufe ich jetzt als Nächstes dann einmal an. So, mittlerweile ist es 8:30. Wir haben Folgendes herausgefunden. Zusätzlich zu der Tatsache, dass unser Server nicht funktioniert, funktioniert auch unsere Internetverbindung nicht. Es gab wohl am Freitag einen Kabelriss im Glasfasernetz, der nur mit einem Ersatzteil behoben werden kann, welches am Samstag dann geliefert wurde und heute eingebaut werden soll. Aber keiner weiß so genau wann. Wir wissen aber mittlerweile, dass auch unser Server einen Weg hat. Darum wird sich gerade gekümmert. Das wird möglicherweise gleich oder wahrscheinlich auch gleich wieder funktionieren. Folgendes habe ich jetzt gemacht. Ich habe alle Mitarbeiter, die Bürotätigkeiten machen, ins Homeoffice geschickt. Das geht Gott sei Dank aufgrund unserer Serverarchitektur. Das heißt, die sind jetzt alle nach Hause gefahren, setzen sich an ihre heimischen Schreibtische und werden von dort aus arbeiten. Telefontechnisch habe ich es so gelöst, dass wir unser, ich nenne es mal Callcenter, was für uns arbeitet nach den Öffnungszeiten und damit quasi rund um die Uhr eine Erreichbarkeit bei uns gewährleistet, dass die jetzt auch über den Tag arbeiten. Die haben den Hinweis bekommen, dass heute eine Internetstörung vorliegt und wir voraussichtlich bis 15 Uhr nicht erreichbar sind. Und dann wird um 15 Uhr einer der Mitarbeiter wieder zurück ins Büro kommen und die Rückrufe tätigen. Diese Rückrufnachrichten kriegen wir per E-Mail dann in unser Infopostfach und einer der Mitarbeiter wird dann um 15 Uhr wiederkommen und die Rückrufe erledigen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn die Leute von zu Hause mit ihren privaten Handys irgendwelche Kunden anrufen. Das macht auch organisatorisch relativ wenig Sinn, denke ich, und verwirrt die Kunden. Es war Gott sei Dank warm am Wochenende, sodass ich nicht glaube, dass allzu viele Störungen kommen werden und auch nichts, was so akut ist, dass es bei minus 10 Grad zum Beispiel sofort gelöst werden müsste. Ich persönlich werde jetzt noch ein paar Arbeiten hier erledigen, die ich hier erledigen kann
Und dann geht es für mich wahrscheinlich auch nach Hause und von dort aus dann weiter. So, ihr lieben Leute, jetzt kleines Status-Update. Es ist 9.28 Uhr, halb 10. Wie sehen meine Baustellen aus? Aktuell, unser Server, der eigentliche Server, läuft wieder. Die lokale Internetverbindung ist kaputt und geht nicht mehr. Das heißt, wir kommen aus dem Büro raus, nicht mehr ins Internet. Alle Mitarbeiter sind zu Hause, haben die Arbeit aufgenommen. Es geht jetzt mehr oder weniger um die Baustellenthemen. Da haben wir aktuell zwei Baustellen, die ein bisschen problematisch sind. Auf einer Baustelle bekommen wir die alte Heizungsanlage nicht aus dem Keller. Mutmaßlich, weil die gebaut wurde, bevor das Haus stand. Also mehr oder weniger das Haus um die Heizung drumherum gebaut wurde. Die versuchten wir gerade mit Hilfe eines lieben Kollegen auseinanderzubrennen mit einem Schneidbrenner. Kriegen wir aber auch nicht hin. Das heißt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt noch jemand anders, der das kann, oder wir reißen das Haus ab. Die zwei Möglichkeiten bestehen. Das klärt gerade der Sebastian. Ich und wir fahren jetzt auf eine Baustelle, wo wir unsere PV-Videos gedreht haben, weil es dort noch bei der Inbetriebnahme bzw. bei einem Lastschutzschalter ein Problem gibt. Da ist der Richard, den unterstützen wir jetzt. Und dann fahren wir mangels Internet von hier wieder nach Hause, also zu mir nach Hause, und müssen dann von dort an dem Thema Umsatzsteuervoranmeldung arbeiten. Also, es bleibt spannend, bleibt am Ball, bis später. So, angekommen auf der ersten Baustelle des Kunden. Hier haben wir die Videos gedreht zum Thema PV-Anlage und der Richard ist gerade noch mit der Elektroverdrahtung beschäftigt. Und sowas hier, da, sowas kann nur der Richard. Deswegen gehen wir den jetzt mal suchen und schauen mal, wie es ihm geht. So, hier durch. Richard! Ja. Da steht der arme Kerl. Ach so. Ja, ach so. Nee, mit meinem nicht dreh du. Ach so, du bist am Drehen. Jo! Wie sieht's aus, Richard? Soweit so gut. Soweit so gut, das höre ich noch gerne. Das heißt, wir sind in Betrieb? Noch nicht. Noch nicht? Ja, wir waren schon in Betrieb. Wir waren schon mal im Betrieb. Aber man sieht das halt nicht über den App. Ah, okay. Ja, okay, verstehe. Das heißt, da macht er gerade die App-Einstellungen. Genau. Und, aber das ist ein anderes Video. Deswegen spreche ich jetzt erstmal so mit dem Richard off the record und wir gehen nachher weiter. Jetzt hier unsere Technik aufgebaut. Laptop, iPad, die Handys und hast du nicht gesehen? Weil wir immer noch versuchen, diesen Wechselrichter in Kombination mit dieser Batterie hier unten ans Netz zu kriegen. Wir sind uns eigentlich sicher, Richard, dass die Anlage läuft, ne? Das auf jeden Fall. Ja, das Einzige, was wir noch nicht haben, wir sehen noch keine Daten im Internet, ne? Ja, jetzt versuchen wir zwei uns hier als IT-Systemadministratoren. Was, na, zum Scheitern verurteilt nicht. Ne? Das, nein, wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, sage ich Bescheid. Bis gleich. So, zurück im Auto. Die Baustelle mit der PV-Anlage ist soweit in Betrieb. Wir haben jetzt 20 nach 2. Ich habe erfahren, dass wohl unser Internetproblem in der Firma wieder behoben ist. Das heißt, ich fahre jetzt dahin zurück. Gucke, ob das so ist. Wenn dem so ist, hole ich alle Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder zurück und dann können wir weitermachen, denn immer noch steht das Thema Umsatzsteuervoranmeldung auf meinem Kalender. Also zurück ins Büro. So, nachdem der Server angeblich wieder laufen sollte, gab es noch diverse kleine Probleme, dass Mitarbeiter nicht arbeiten konnten und ähnliches. Die musste ich jetzt auch noch alle beheben. Zusätzlich habe ich schon ein bisschen mit der Umsatzsteuervoranmeldung angefangen. Jetzt ist es 5:30, jetzt muss ich erstmal nach Hause, mal da nach dem Rechten sehen und werde dann nach, naja, so was weiß ich, 20 Uhr ungefähr weitermachen mit den Arbeiten, die dann für die Umsatzsteuervoranmeldung noch zu machen sind. Und dann schauen wir mal, wann dieser Arbeitstag endet. So, jetzt gehe ich erstmal nach Hause, ich melde mich später nochmal wieder. Bis dahin, tschüss. So, 21.15 Uhr haben wir jetzt. Ich bin fertig mit dem heutigen Arbeitstag. Die Umsatzsteuervoranmeldung als letztes ist erledigt und gemacht. Ich gehe jetzt in die Haie und stelle mich den Herausforderungen des neuen Tages. So viel dazu, so viel zu einem vielleicht auch nicht alltäglichen Tag eines Geschäftsführers oder ein Tag im Leben mit Martin.
Aber ihr hattet eine Folge, in der es vielleicht ein bisschen gestellt war und jetzt eine Folge, in der vielleicht ein bisschen mehr als üblich los war. Aber in Summe macht das Ganze dann doch einen realistischen Arbeitstag von mir aus. Anregungen, Sachen, die ich besser machen könnte, vielleicht auch einfach nur Beileidsbekundungen, könnt ihr gerne unter dieses Video drunter schreiben. Für diese Woche sagen wir Tschüss und haben ein gutes Video gemacht, so rum. Und ihr habt hoffentlich eine schöne Woche. Bis nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr, wenn es wieder heißt, ein neues Video von Haustechnik vor Swinkel. Macht es gut, bis dann, ciao.